gut. Wir reagieren heute zuerst auf Sarah Wagenknecht. Heute ist wieder Sella zu Gast. Sei gegrüßt. Ja, ich grüße dich. Freut mich. Und damit legen wir auch schon gleich los. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sagte Einstein so schön, die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer das Gleiche zu tun und trotzdem ein anderes Ergebnis zu erwarten. Die Bilanz von 2 Jahren Ampel ist eine schrumpfende Wirtschaft, die drohende Abwanderung wichtiger Teile unserer Industrie und immer mehr Familien, die sich einschränken müssen. Und nein, die Probleme haben nicht ihren Ursprung in fernen Mächten. Andere Industrieländer leben in der gleichen Welt, mit den gleichen Kriegen und mit den gleichen Krisen. Und trotzdem wächst da die Wirtschaft. Trotzdem ist da die Inflation in der Regel niedriger als bei uns. Und trotzdem lernen die Kinder in der Schule noch rechnen und schreiben. Deutschland ist. Das war eine Anspielung auf den jüngsten Absturz von Deutschland bei den PISA-Ergebnissen, aber auch so muss man ja sagen, dass das Bildungsniveau deutscher Schüler seit Jahren immer weiter sinkt. Ist heute wirtschaftlich ja, das Schlusslicht unter den Industriestaaten. Das ist blamabel, meine Damen und Herren. Und was tun Sie, nachdem das Verfassungsgericht Ihnen Ihre unseriöse Haushaltsführung um die Ohren gehauen hat? Was Sie immer getan haben, Sie lassen den Normalbürger für Ihre Unfähigkeit bezahlen. Sie zünden einen regelrechten Inflationsturbo fürs nächste Jahr. Strom, Heizen, Tanken, Essen, Restaurantbesuche, alles soll noch teurer werden. Der CO2-Preis steigt um 50%. Was für eine schamlose Abzocke. Und Landwirte. Moment, hatte die FDP uns nicht vor der letzten Wahl keine Steuersenkung versprochen? Irgendwie hatte ich da sowas im Gedächtnis. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, ich glaube schon. Ja, das war Lindners lautestes Wahlversprechen. Der hat sogar riesige Steuersenkungen in Aussicht gestellt. Das ist dann nicht gekommen. Er hat gesagt, zumindest werden die Steuern nicht erhöht. Jetzt steigen die Steuern auf Gas und Fernwärme, in der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen. Trifft es gleich dreifach. Mhm, geht Ihnen das Höfesterben in Deutschland noch nicht schnell genug? Wie viele Rentnerinnen und Rentner wollen Sie noch in die Armut und wie viele Mittelständler in die Krise oder ins Ausland treiben? Und wo Sie sparen könnten, da geht die Geldverschwendung weiter. Ein gigantischer Rüstungsetat plus Misswirtschaft beim Rüstungskauf. Ein Heizungsgesetz, das keiner braucht und unlimitierte Waffenchecks für die Ukraine. Und der EU-Gipfel öffnet jetzt sogar noch Beitrittsgespräche. Ein EU-Beitritt der Ukraine würde hunderte Milliarden kosten und ein Viertel davon wird der deutsche Steuerzahler zu bezahlen haben. Warum gab es kein Veto des Bundeskanzlers? Nein, die Ampel befindet sich nicht in einer Notlage. Die Ampel ist die Notlage für unser Land. Vielen Dank. Jo, viel besser hätte man es, glaube ich, nicht zusammenfassen können. Sehr bell. Ja. Ja, also, wer sind eigentlich die Leute, die da geklatscht haben? Waren das auch Fraktionslose von der Wagenknecht-Partei oder beziehungsweise die da später eintreten? Oder wer war das? Hab mich auch schon gefragt. Ja, das sind die Abgeordneten, die da ausgetreten sind. Die haben auch ein Pressestatement zur Konstituierung der Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht abgegeben. Das können wir uns nachher auch nochmal anschauen. Also, hast du das geguckt? Nee, habe ich nicht. Ich reagiere hier auf alles spontan. Das, wie gesagt, da können wir nochmal anschauen, aber die Rede bringt so ziemlich die wichtigsten Probleme in diesem Land auf den Punkt, würde ich sagen. Ja, mehr bleibt da eigentlich nicht hinzuzufügen. Wir erleben eine Deindustrialisierung, unser Land geht immer mehr vor die Hunde und schuld daran ist diese Ampel. Die Ampel befindet sich nicht in einer Notlage, sie ist die Notlage. Also nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht, weil viele Krisen, die Wagenknecht ja beschrieben hat, sich durch eine bessere Politik verhindern ließen. Ich meine, die Russland-Sanktionen, die sind eine politische Entscheidung, die sind nicht vom Himmel gefallen. Und vor allem, sag erstmal. Ja, ich wollte nur sagen, vor allem, wie kann man denn in eine Krise reinsparen und dann aber für die Rüstung wieder so viel Geld auch raushauen, ne? Während wir hier marode Schulsysteme haben, Schulen haben, Pflegenotstand und alles und ja, das ist das Dümmste, was man machen kann, oder? Ja, absolut. Also wenn einem das Wohl des Landes auch nur im Entferntesten an
Ja, im eigenen Interesse läge, aber an das denkt diese Regierung wohl nicht mehr.